Manchmal sitze ich so zu Hause, gucke auf mein T-Shirt und denke mir, es wird mal wieder Zeit, Neues zu testen. Ich denke mir halt wirklich manchmal, was gibt es so Neues bei Fastfood-Filialen? Und dann gehe ich einfach auf die Seiten, zum Beispiel McDonald's hat einen neuen Burger, Mac Shaker Fries, neue Nuggets. Dann gehe ich rüber zu Subway, die absolut kranken Scheiß plötzlich raushauen, wie zum Beispiel den Tandoori Chicken, gleichzeitig den Footlong Churro, dann Footlong Cookie oder Triple Cheese Footlong Dipper. Also ordentlich was zu entdecken, was meterlang ist. Gleichzeitig aber auch Burger King hat auch ein paar neue Sachen, wo man reinsnacken können. Was gibt's Neues bei den Fastfood-Ketten? Wir finden es jetzt heraus. Hallo Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert. Ich hoffe, ihr Schweine habt Lust auf neue Sachen. Und zwar auf neue Sachen bei Fastfood-Ketten. Weil ich möchte heute mit euch zusammen bei den neuesten Fastfood-Ketten alles Geiles Neues abchecken. Ob McDonald's, Burger King, Subway. Jeder von denen hat neuen geilen Scheiß. Vor allem, was Subway da gemacht hat, wird, glaube ich, super, super interessant. Die haben angefangen, ihre Cookies, die absolut legendär sind, meterlang zu verkaufen. Aber nicht nur der Cookie, die haben sogar noch Churros, auch meterlang. Gleichzeitig weiß ich, dass McDonald's was Neues hat für ihre Pommes. Da muss ich sagen, lustigerweise wusste ich das schon vorher, Leute. Da will ich ein paar Insider-Sachen erzählen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Burger King auch ein, zwei neue Burger hat. Mal gucken, ob wir noch eine andere Fastfood-Filiale mitnehmen. Mal gucken, was alles Neues gibt. Und ob es überhaupt schmecken wird und ich euch empfehlen kann. Also ob euch was angeht oder nicht. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Jeden Dienstag um 18 Uhr gibt es ein neues Video auf Fetzer probiert. Von daher ein Abo wäre auch absolut schmackhaft. Und starten wir mit McDonald's. Beziehungsweise, Leute, erstmal fahren wir zur Fastfood-Straße, weil die wird ganz besonders. Und ich wollte gerade diesen Roller nehmen. Das möchte ich euch zeigen. Und der Reifen war platt. Wie haben die es geschafft, diesen Mini-Reifen komplett kaputt zu machen? Ich bin da bei der Fastfoodstraße. Warum habe ich Fastfoodstraße gesagt, Leute? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Seht ihr diese Straße? Seht ihr da vorne? Da vorne ist einer der neuesten Subways in ganz Hamburg. Ganz nett, oder? Wenn wir aber auf die andere Straßenseite gucken, ist genau da vorne McDonald's. Und wenn wir rauszoomen, und das Problem ist, jetzt sieht es man nicht perfekt, aber hinter dem Subway ist noch ein Burger King. Also eigentlich die perfekte Straße für unser heutiges Video. Allerdings will ich erstmal zu McDonald's und mal gucken, was die Neues haben. McDonald's! Da bin ich, Leute. Ich muss echt sagen, McDonald's, ne? Ich glaube, wenn ich irgendwann sterben werde, trotzdem wird McDonald's ewig stehen. So, dann lass mal zusammen nachschauen, was McDonald's Neues hat. Man muss sagen, der McDonald's hier ist wirklich asozial voll. Krass ist hier viel los, Mann. Wir gehen auf Highlights. Weil auf Highlights wartet oft immer ganz Neues für uns. Zum Beispiel hier die McDonald's Shaker, Leute. Die wären wirklich interessant. Es gibt auch der M, heißt der. Ich habe den ja exklusiv schon bei McDonald's testen dürfen auf Evanio auf dem Kanal. Und ich kann mal so sagen, ist ein sehr interessanter Burger. Bei dem brauchst du wirklich zwei Hände, um den zu genießen. Die McDonald's Shaker Fries, glaube ich, könnten sehr interessant werden. Boah, die Soßenentscheidung. Ah, ich nehme, glaube ich. Och, Ketchup wäre schon ziemlich langweilig. Ah, Currysoße wäre abgespaced. Das ist nämlich Currysoße. Ein Bild zumindest sehen sehr interessant aus. Guck mal, das sind also jeder kennt ja die Pommes und das ist eine neue Variante mit Smoky Paprika Flavor. Das Blöde ist, Leute, ich weiß nicht, ob es dann die McDonald's liegt oder ob das Produkt einfach nicht mehr verfügbar ist, ne? Aber es gab hier teilweise eine Coca-Cola mit Popcorn-Geschmack oder so. Das war auch ganz, ganz wild. Leider nicht probiert. Leider, die hätte jetzt gerne mitgenommen. Aber das Coole ist, ich sehe, hier gibt es 8 Nacho Cheese Snackers. Aber Nacho? Lol, okay. Die Netzkartoffeln immer geil, allerdings sind sie wieder da und nicht neu, aber auch geil ausgeschildert. Und es gibt auch McFlurry Twix White Caramel. Ach was, es gibt eine neue Tasche. Heiße Pfirsich-Joghurt-Tasche. Heise, habe ich ja gesagt, nicht heiße. Heise. Krass, Leute, alle Leute, die hier gerade stehen, hier links, das sind alles Lieferanten von Lieferando, Volt oder sonst was. Mir war gar nicht bewusst, dass McDonald's auch bestellt wird auf Lieferservicen. In Amerika ist es aber normaler. Da gibt es teilweise McDonald's, die stehen leer. Man denkt wirklich, dass es so ein Lost Place, wo man ein Videogefühl drin machen kann. Aber das liegt einfach daran, dass viele McDonald's, vor allem in Amerika, einfach nur Bestellsachen machen, also nur Delivery. Wir Deutschen, haben, glaube ich, nicht so eine krasse Drive-In-Kultur und wir bewegen uns halbwegs noch. Obwohl, ich glaube, Deutschland ist mit das fetteste Land in ganz Europa. Alter, man muss aber auch sagen, der McDonald's gerade, der ist aus jeder Ecke explodiert. Waren auch super viele Kids. Ich weiß gar nicht, war Sonntag immer so ein Tag, wo man zu Mc's ging oder so mit der Familie? Bei mir als Kind war es fast jeden Tag. Neue Sachen habe ich für euch. Allerdings, wir starten mit McDonald's. Wir haben 3 neue Sachen und ich würde sagen, wir fangen mit dem Eis an, bevor das hier jetzt anfängt zu schmilzen. Ein Twix White. Natürlich hast du dieses wunderbare McFlurry Eis. Du hast Twix-Stückchen, aber auch weiße Schokolade. Würde ich jetzt aus meiner Fettsack-Analyse sagen, die ich hier so gerade sehe. Dazu hast du noch dieses Karamellige von einem Twix einfach. Also quasi ein Twix aufgeteilt in seine Einzelstücke mit einem McFlurry kombiniert. Macht McDonald's ja gerne auch mit anderen Sachen. Gab es mal Snickers? Aber als McFlurry? Boah, ich frag mich, warum ich mal so scheu bin gegenüber kälteren Sachen. Aber meine Zähne sind super empfindlich, wenn irgendwie kalte Sachen rankommen. Ich lasse Eis hier auch ganz gerne ein bisschen schmilzen, damit es flüssiger wird. Also, das Karamellige kommt wirklich gut durch. Also die Karamellsoße hier, auch wenn ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Gleichzeitig hast du zwar weiße Schokolade. Warte, ich nehme mal so richtig dicken hier. Wenn diese kleinen Karamellstückchen kommen, die fühlen sich an wie so Karamellbomben auf deinen Zähnen. Das verteilt sich so richtig geil in deinem Mund. Bleibt doch lecker kleben. Das ist gut. Das macht auch Spaß. Weiße Schoki ist zwar da, aber jetzt auch nicht so penetrant. Aber diese Keksstückchen sind nicht schlecht. Also schon ein sehr, sehr starker McFlurry. Oft gab es auch so Kombinationen mit McDonald's. Halt Oreo und so fand ich, glaube ich, nicht so geil. Aber Twix kommt gerade wirklich lecker. Bevor wir uns auf nächste Sache stürzen, muss ich jetzt das noch aufnehmen, weil dann habe ich eine Ausrede, warum ich das tue. Na, guck mal, würde ich jetzt einfach so essen, wäre ich fett. Aber jetzt mache ich es ja fürs Video. Toll, da kommt Karamell richtig gut durch.
Boah, vom kalten Essen zu warmen Essen. Ich habe hier diese, ich esse die mal direkt, weil die dürfen nicht kalt werden, sonst der Käse weg. Diese Nacho-Dipper, glaube ich, nee, wie, Nacho-Dipper hießen die eigentlich, oder? Also quasi sowas wie so ein Nugget, allerdings nur mit wunderbarer Käsesoße innen drin. Mal gucken, ob es so zerfließt. Das sieht mal ganz anders aus. Das ist dieser typische Käse, sondern wirklich so eine Nacho-Soße, die auch richtig brennt. Puh, mal gucken, wie die kommt. Boah. Oh, meine Zähne. Gerade auch so kalt, jetzt kommt so eine brutale Hitze rein. Boah, Junge, was hat McDonald's denn da rausgehauen? Also natürlich, das Frittierte schmeckt super lecker. Aber diese Nacho-Cheese-Soße in diesem Ding drin, die kommt ja ganz böse, ey. Boah, ja. Das will ich besser. Also die sind richtig stark. Kann ich links und wärmstens empfehlen, Alter. Mal, warum habe ich mir diese Currysoße bestellt? Habe ich die für die Nuggets bestellt oder für die Pommes? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Currysoße am McDonald's habe ich selten in meinen Mund genommen. Lüge. Doch, ich erinnere mich. Die habe ich schon mal richtig geil gegessen mit so Nuggets zusammen. Jetzt esse ich sie mal richtig fett mit diesen Cheese Nuggets. Mal gucken, ob das geil kommt. Currysoße besser als gedacht, Mackis. Aber ich finde, die Nuggets sind so lecker mit diesem Cheesy. Die Soße nimmt mir zu viel weg. Ich will mehr von diesem Käse. Von daher, ist die hier bitte ohne Soße. Also die Apfeltasche McDonald's, die ist klassisch, die ist gut, die ist lecker. Aber die frittierte Joghurttasche, mal gucken, ob die geil kommt. Ich hoffe, die ist mit Sahne gemischt. Wann hast du so ein Spiel zwischen kalt und heiß? Ja, seht ihr das, ihr Felszacke? Das wollen wir doch. Joghurt. Oh. Auf der anderen Seite ist Pfirsich. Die Sahne schmeckt super geil. Der Pfirsich schmeckt in Ordnung, aber finde ich jetzt nicht so geile Tasche. Also ist eine nette Tasche, aber da hat McDonald's teilweise schon geiler rausgehauen. Und das Problem ist, die Classic-Apfeltasche ist scheiße gut. Natürlich vergleiche ich das alles miteinander. Deswegen nette Abwechslung. Cool, dass es da ist. Ja, wird aber trotzdem die klassische lieber nicht. Machen wir es mal richtig Shake-Up, Leute. Das heißt, ihr werdet jetzt rumgereicht. Nein, ich habe hier Smoky Paprika Pulver. Oder Flavor, besser gesagt. Dann habe ich von McDonald's so eine Tüte bekommen. Was macht man jetzt? Und das ist mit das Neueste McDonald's. Du kriegst eine Pommes. Du packst diese Pommes in diese Tüte hier rein, wie ihr sehen könnt. Dann hast du das Flavor. Das machst du halt auf. Und das kippst du in die Tüte rein. Das sind die McShaker Fries. Die gab es lustigerweise in London mit Sour Cream. Jetzt allerdings in Deutschland mit Smoky Paprika. Lustigerweise, als ich auf McDonald's drin letzte Woche in München war, als wir den M getestet haben, wurde mir schon leicht angedeutet, was hier kommt. Und finde ich auch mal cool, weil in London habe ich sehr gefeiert. Dafür hast du heute aber so richtig schön durchgewürzte Pommes von McDonald's, die nochmal so einen neuen Geschmack da reinbringen. Geil, die Pommes sind noch schön frisch. Du hast aber dieses typisch labrige McDonald's und das finde ich lecker. Ich sag immer, McDonald's Pommes frisch, absolut geil. Man muss die nur frisch essen. Aber das Smoky Würz kommt echt gut. Das kann ich auch empfehlen. Aber wie sieht es bei Burger King aus? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber guck mal, da ist Subway. Und da seht ihr, da ist Burger King. Da ist einfach Burger King. Und wenn wir jetzt nochmal rumdrehen, da ist McDonald's, die absolute Fastfoodstraße. Und nebenbei kannst du auch noch ein bisschen Öl saufen, wenn du Bock drauf hast. Zu Subway werden wir auf jeden Fall gleich gehen. Diese Footlong-Sachen, also wirklich ein meterlanger Cookie, meterlanger Churro oder auch meterlange Käse-Wrap-Ding. Ich hoffe, die haben das gleich da. So, allerdings stürzen wir uns mal auf Burger King. Ich muss sagen, bei Burger King mich gerade gar nicht so erkundigt, was Neues gibt. Ich bin aber sicher, ich habe gesehen, dass die eigentlich ein, zwei neue Burger haben. Keine Ampel. Und da hinten kommen Autos. Aber du hast keinem sagen. Oh, und ich bin drüben. Digga, für die Meter, die jetzt gelaufen sind, will ich einen Burger. Burger King! So, finden wir mal raus, was es neue Burger King gibt. Das Ding ist, wenn es nichts gibt, ich hätte es fast türkisch gewählt, dann habe ich hier verkackt, aber ich glaube, die haben safe was. Oh, der Macaroni Cheese Lover, Hilfe, Leute, den gibt's wieder im Angebot. Der ist super, super, super geil. Ah, hier, Aktionsprodukte. Oh, guck mal, die haben einen King Deal, einen Memphis Barbecue Burger. Du kannst den Plant-Based nehmen oder halt Beef. Und da kriegst du halt einfach so richtig geil diese Onion Rings in einem Burger. Das finde ich nice. Und sogar mit Barbecue-Soße, wild. Dann gibt es den Hot Blondie, den kennt man, glaube ich, aber der ist, glaube ich, im Dauersortiment. Cheesy Onion Fries, ja, kennen wir halt auch, sage ich, würde ich sagen. Chicken Italiano habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, der ist. Ach, ist der neu da? Oh, ich weiß es gar nicht. Sicher, aber nehme ich ihn einfach mal. Ach, und stimmt, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Burger King hat mittlerweile Churros, Leute. Habt ihr das mitbekommen? Das ist auch krass. Es geht einfach Churros mit Zimtzucker, mit Erdbeersoße oder Karamellsoße. Schokos aus. Nein. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich nehme mal klassisch. Einfach mal. Obwohl. Ach komm, mit Erdbeersoße. Digga, dieser Burger sieht auch aus, wie er schmeckt, ne? Der ist so geil. Aber ist halt nichts Neues. Aber ihr könnt sehen, auch hier bei Burger King wird bestellt. Vielleicht fragt ihr euch allerdings auch, Leute, warum diese ganzen riesigen Fastfood-Konzerne, wie zum Beispiel Burger King, Subway oder auch McDonald's, in einer Straße so komplett miteinander verbunden sind. Das liegt einfach daran, dass jeder von euch kennt ja das Phänomen, gut ausgesprochen, dass wirklich egal, wo ein McDonald's auftaucht, ein Burger King ist nicht weit weg. Zumindest ist es in Hamburg ganz oft so. Und ich dachte lange Zeit, das liegt wirklich daran, dass sie sich gegenseitig ausstechen wollen. Ja, hey, da macht McDonald's auf. Nein, wir dürfen den Kunden nicht überlassen, dass sie kommen wie auch hierher. Aber es ist was ganz anderes. Es ist richtig krass psychologisch. Das ist allgemein ganz oft in der Food-Industrie so, dass viele Sachen extrem durchdacht sind. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, stell dir vor, ich fahre die Straße hier entlang und ich denke mir so, boah, gehe ich jetzt zu McDonald's oder gehe ich jetzt nicht zu McDonald's? Also ihr merkt,
Wert. Ich stelle mir die Frage, ob ich jetzt essen gehe oder nicht essen gehe. Aber stell dir vor, hier ist Subway, hier ist Burger King oder hier ist McDonald's. Dann fällt die Frage ja eigentlich schon weg, ob ich überhaupt was essen gehe, sondern die Frage ist eher, wo gehe ich essen? Also das heißt, durch die Auswahl, die mir dadurch geschaffen wird, gehe ich halt eher was essen, als dass ich gar nicht essen gehe. Klar, wenn einige Hardcore-Leute von euch sagen, ich gehe gar nicht essen, aber ihr wisst, was ich meine. So. In der Regel klappt das und man sieht es ja auch nicht umsonst, dass hier zum ersten Mal sind. In Hamburg gibt es das sehr oft, solche Sachen. Ich glaube auch deutschlandweit wahrscheinlich. Das heißt, die ganzen Konzerne wollen sich nicht gegenseitig ausstechen, sondern profitieren quasi voneinander. Die allerdings profitieren jetzt von meiner Burger King-Bestellung. Ich habe mir jetzt bei Burger King die drei neuen Sachen bestellt. Und vor allem mit Churros bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Und ja, Subway, wir kommen doch gleich. Das habe ich in meiner Tüte für euch versteckt, Leute. Wir machen Unboxing. Einige zeigen ihre Schminke, ich zeige meine Burger King-Bestellung. Neben dem Süßen haben wir auch zwei Burger hier. Ist das dieser Memphis-Burger? Ich weiß nicht, ob es auf ein Football-Team bezogen ist. Ich muss euch ehrlich sagen, was die NFL angeht. Klar habe ich mal auf Krampf den Super Bowl geguckt und so, aber an sich hat Football mich jetzt nie so krass gecatcht. Oh, nee, ist der Italien. Und ich weiß gar nicht, wie neu der ist, weil irgendwie kommt mir vor, ich kenne diese Tomate doch irgendwo her. Aber ich kenne doch irgendwie dieses Crispy Patty her. Und ich glaube, hier geht es aber nicht um das Crispy Patty, weil das kennt man, sondern es geht um die Soße unten drunter. Und die soll halt italienisch angehaucht sein. Wie leider diese Tomaten, weil Italiener lieben Tomaten. Und nicht auf meinen Burger. Ah, okay. Also ich muss echt sagen, dieses Patty hier, ne? Das ist geisteskrank. Also, dass sie da aus dem fertigen Chicken Patty rausgeholt haben, ist sowas von lecker. Aber er heißt Italien wegen der Soße. Du schmeckst Italien komplett in dieser Soße. Ich möchte leckere Soße, aber ich finde diese Burger halt so geil bei Burger King. Mit diesem Chicken Patty. Ich finde diese Chicken Patty ist halt wirklich sehr, sehr geil. Ich habe gerade probiert zu identifizieren, was für eine Soße das ist. Und hier steht da bei Burger King auf der Webseite, cremige Pesto-Soße. Boah, sagen wir so, schmeckt halt schon sehr fettig, aber halt lecker. Aber boah, mit Pesto hat das echt nicht so viel zu tun. Finde ich persönlich. Also, jo, kann man vielleicht sagen, aber ja, so leicht. Aber so richtig geil. Aber die Soße in Ordnung. Also ist nicht scheiße oder so, aber an eine richtige Pesto kommt sie natürlich nicht ran. Das Blöde auch bei dem Burger so ein bisschen ist. Ich kenne halt ein, zwei andere Burgerläden in Hamburg, die auch italienische quasi, oder die nennen ihre Burger auch Italien. Und die machen daraus geisteskranken Scheiße. Das sind teilweise dann Burger, die gefühlt wie eine Pizza sind, aber in einem Burger. Und das ist halt ein Weltenunterschied nochmal. Aber komm, fürs Nebenbei snacken geht echt klar. Die Anforderungen so zu setzen, zu sagen, hey, wir vergleichen jetzt einen Tiefkühlburger auf ein weltweites Franchise mit einem Burgerland natürlich, ne, da zieht natürlich der Burger natürlich die Kürzere. Dann kommt jetzt der Memphis-Burger, der wirklich echt klein ist für 3 Euro, muss ich sagen. Also der ist wirklich mini, aber wahrscheinlich ist das der mit den Onion Rings drauf. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz kleines Ding und ich rede ja nicht von meinem Schwanz. Was ist dort denn? Damit ihr es unten mal hier sehen könnt, als eine kleine Analyse. Du hast halt Barbecue drauf, geilo. Du hast Käse, also Schmelzkäse drauf und du hast halt diese 2 Onion Rings. Der Burger, aber ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe jetzt auch nicht so eine Riesenhand, aber der ist ja halt wirklich... Alter, das ist ja halt wirklich... Das sind ja nicht mal 6 cm. Und ich kenne mich da aus, aber nein, das ist halt wirklich ein kleiner Burger. Krass, ne? Ich finde, der Unterschied beim Fleisch zum Chicken Burger ist echt geisteskrank. Ich dachte gerade, hier ist eine Fliege. Aber das ist nur mein Etikett von meiner Jacke. Boah, ich finde echt ein bisschen schwach. Also ein bisschen trocken leider. Da fehlt so ein bisschen die Barbecue-Soße ist zwar da, aber krasserweise Burger King geizt eigentlich nicht mit den Soßen. Aber hier unten ist keine Soße. Und das merkst du heftig. Also hier fehlt ganz klar unten die Soße. Und sonst ist der Burger echt ein bisschen langweilig. Für eine Barbecue-Soße mit Onion Rings sowas Schwaches draus zu machen? Muss ich leider ehrlich sein. Also, wir haben jetzt die Churros. Das ist, glaube ich, das... Oh, was ist das denn? Guckt euch das an. Alter Schwede, die sind ja in Erdbeersoße getunkt, diese Churros. Wow, so sehen die aus. Kleine, leckere Churros als Nachtisch jetzt bei Burger King. Das muss man Burger King echt lassen. Burger King hat halt diesen heftigen Hot Brownie als Nachtisch einfach. Und ich glaube, Churros als Ergänzung... Leckerer frittierter Teig, sage ich einfach. Aber es ist halt natürlich eine Tiefkühlware. Aber dafür... Muss ich sagen, schön knusprig außen, innen schon fluffig. Heftig wie Erdbeersoße. Ich meine, guck dir mal das an, warte kurz. Der Churro, Digga. Der Churro, ne? Der ist wirklich in Erdbeersoße einfach nur getunkt worden. Boah, die Churros finde ich geil. Also die finde ich wirklich als Ergänzung zum Nachtischsort, den mir das Burger King schon hat, wirklich empfehlenswert. Also die kriegen Like. Ich würde sagen, Subway ist jetzt dran. Mal gucken, was die auf Lager haben. Kurze Info für euch, ich habe bei KFC und Nordsee nochmal nachgucken, ob die was haben. Aber leider hat KFC nicht unbedingt was Neues und Nordsee hat jetzt einzelne Sachen, die wir halt schon probiert haben. Ne? Aber Subway vor allem jetzt mit einem Footlong Cookie, Footlong Churro und Footlong eingelegten Käse-Wrap oder so. Boah, dann lass uns, also Footlong heißt quasi gefühlt 1 Meter lang. Und ich weiß nicht, wer gesagt hat, hey, wir brauchen auf dieser Welt noch einen 1 Meter Cookie. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn brauche. Aber anscheinend werde ich ihn jetzt brauchen müssen. Wer bei Subway da Marketing saß und gesagt hat, Leute, wie wär's mit einem 1 Meter Cookie? Aber in Amerika ist er schon ziemlich lange draußen. Jetzt allerdings auch in Deutschland ziemlich schnell. Also eigentlich dauert es immer so ein bisschen, bis alles nach Deutschland kommt. Aber das ging wirklich flott. Da vorne ist jetzt Subway. Und ich hoffe, wir holen uns jetzt 7 Meter lang Dinger. Aber ich muss echt sagen, Leute, ich habe eine ganze Tasche voll Subway. Ich fühle mich ein bisschen fett, ne? Allerdings muss ich sagen, ey, in dem Subway gibt's Mitarbeiter, der ist so korrekt, ne? Der ist Leon. Ich habe seinen Namen, ich habe so ein Namensschild geguckt, ne? Aber der ist wirklich so eine korrekte Socke. Wirklich so, zack, du sagst das, dann macht er hier und so. Ach, einfach ein geiler Typ. Allerdings, Leute, wir haben alle Footlong-Sachen und ich habe euch ja noch was versprochen. Ein neuer Sub, ein Tandoori-Chicken-Sub. Also es geht in die indische Richtung. Also schon, ich habe einen neuen Ort gesucht, wo man sich gut hinsetzen kann. Ich muss sagen, voll geil hier. Ist alles Neubau, der Boden ist neu, die Wege sind neu. Da fühlt man sich doch wohl, ne? Ey, sorry, ey, dieser Leon, der macht mich kaputt. Der macht mich fertig. Der ist so ein geiler Typ. Der hat mir einfach 3 Cookies gegeben.
Doch, jetzt brauche ich drei Cookies. Dieser Schokoladencookie bei Subway. Alter, der zerfällt einfach. Aber es geht ja nicht um den Moment. Den esse ich später weiter. Den bringe ich schön meinen Eltern mit. Die freuen sich. Diese Tüte, Leute, ist rappelvoll, wie ihr sehen könnt, mit mehreren Leckerheiten. Und zwar seht ihr diese ganzen Sachen, die sind wirklich einen Meter lang. Wir haben Cookie, wir haben Churro, wir haben dieses Käse-Ding und wir haben den neuen Sub. Da wir drei Sachen haben, die gefühlt einen Meter lang sind, können wir mit dem ersten Ding anfangen. Das ist das Käse-Ding hier. Das ist wie ein Wrap, nur ein Meter, also ein Footlong. Ich glaube, die Amis sagen halt immer sehr gerne Footlong. Es war auch sehr lange so bei Subway so ein Werbespruch, dass sie immer gesagt haben: Hey, hol dir keinen 15 cm, hol dir Footlong, also ein Fußlänge, so in Anführungszeichen. Oh Gott, Wespe, ja, verdammte Scheiße. Oh Gott, nein, ich habe nichts zu essen, verpiss dich. Okay, ich habe schon was zu essen, aber nicht für dich. Da ist das Ding, guckt euch an. Das ist der Footlong Wrap, sage ich mal. Ihr seht, der ist wirklich einen Meter lang. Also der ist nicht klein, ne, kann man sagen. Du hast innen drin, also wenn man den auch ein bisschen auspackt, ist halt wirklich ein Meter langer Wrap, den sie da verkaufen. Bitte, Wespe, Bruder, ich habe nichts zu essen, ich schwöre. Sie sind Obdachlose nach Geld fragen. Ich habe nichts, tut mir leid. Boah, das riecht, Digga. Das ist einfach das Schmelzkäse, den sie da genommen haben, ne? Das ist nämlich voll, wenn man so Resteessen zu Hause hat. Kennt ihr das? Und man nimmt sich dann einfach irgendwie so die ganzen Reste, packt einfach Käse drauf und dann schmeckt es schon. Und genauso bockt das irgendwie gerade. Das ist zwar ein Wrap, nur mit Käse, also sehr, sehr simpel. Aber auch wenn der Käse hier rauskommt, das sieht schon sehr lecker aus und schmeckt dementsprechend auch lecker. Boah, das Ding, okay, der ist schon cool. Ich hab voll vergessen, neben meinem Käse-Ding habe ich ja noch einen Dip dazu bekommen. Den kannst du dir aber selber auswählen. Ich sag euch ehrlich, meiner Meinung nach die beste Soße, die Subway kriegen kann, ist einfach Chipotle. Die ist halt einfach geisteskrank. Könnt ihr es hier unten sehen, wenn man schön da so rein dippt und dann kannst du halt den Käse mit der Chipotle-Soße essen. Schon geil. Der Käse allein ist aber auch gut. Also mit Dip, ohne Dip, beides gut. Kommen wir zum, ich glaube, ist es der Cookie oder ist es der Churro? Mal gucken. Hier ist wirklich einiges drin. Ich glaube, das ist der Churro, das ist der Cookie. Digga, das Ding ist halt wirklich, guck mal, wie lang das aussieht. Ich hol's mal raus. Alter, Alter, Alter. Ist das krank, Mann. Alter, ich komme darauf gar nicht klar. Was haben wir denn da angestellt? In meinem Subway-Video, wo ich jeden Sub probiert habe, das Video ist gerne hier verlinkt. Schaut euch nach dem Video gerne an. Oder hier links oder hier rechts. Manchmal ist gespiegelt. Auf jeden Fall habe ich den ja schon ein bisschen gezeigt. Aber jetzt habe ich ihn noch mal in voller Pracht und... Oh, der ist ja noch absolut frisch. Es ist halt wirklich, guck mal, die Cookies bei Subway sind wirklich super geil. Ne? Die werden aus so viel Fett, Butter und Zucker irgendwie zusammengemischt und sind eine absolute Krönung. Jetzt allerdings gibt es einfach ein 1-Meter-Cookie. Und das Krasse ist ja wirklich, dass ein Cookie bei Subway 500 Kalorien hat. Und das heißt, das Ding muss ja mindestens 1000 Kalorien haben. Und das ist ja völlig verrückt. Ich liebe die Cookies bei Subway, aber ich muss sagen, aber das Ding ist halt wirklich schon mal eine ganz andere Liga. Ich glaube, man kriegt ihn leider nicht komplett raus, weil er einfach zerbröselt. Ja, ja, guck mal, siehst du, ich will ihn gerade greifen, aber in der Mitte bricht er zusammen. Das ist ja auch das Coole an Subway-Cookies. Dann brechen so ein Stück ab. Innen drin hast du noch Chocolate Chip. Boah, das ist ja pervers. Bei dem Video, ich habe ihn ja schon probiert, da fand ich ihn so ein bisschen, hier finde ich ihn irgendwie geiler. Vielleicht bessere Stimmung an dem Tag, aber du findest ihn geiler. Bisschen knusprig, innen drin soft, das ist die Schokolade, ne? Wie ihr sehen kannst. Aber im Meter ist halt geisteskrank, ne? Trotzdem, das Ding ist, bei den geilen Subway-Cookies ist es ja so, das ist ja so ein rundes Ding. Es ist ein bisschen flacher, hier ist auf jeden Fall so ein dickeren Teig. Und das Flachere finde ich bei Subway dann doch irgendwie ein bisschen geiler. Und das Heftige ist ja, bei Subway kriegst du mittlerweile auch Dips dazu. Und zwar habe ich hier einen Schokoladendip. Hier könnt ihr ihn sehen, schokoladig, oder? Aber ich glaube, der ist eher für den Churro gedacht. Aber komm, ein bisschen Schokosoße auf meinem wunderbaren Cookie. Nein. Oh Gott, Gott. Die bockt ja gar nicht auf den Cookie. Bevor wir uns das auf den Churro stürzen und die Schokolade reindippen, können wir mal diesen neuen Chicken Tandoori testen. Ich liebe ja indisches Essen. Und jetzt, dass Subway auf was Neues ausprobiert mit Indisch, finde ich aber auch wild. Boah, ich zeige ihn euch. Natürlich mit Chipotle-Sauce. Aber halt wirklich mit richtig Chipotle-Sauce. Boah, wurde da. Da wurde auf jeden Fall nicht gegeizt. Schön Salat, keine Oliven, keine Tomaten. Ich glaube, ich habe Honey Oat genommen als Brot. Und die hatten wirklich als Fleisch, weil ich hebe es mal hier hoch, hier kann man es ganz gut sehen. Das Chicken Tandoori sieht man. Und ich muss echt sagen, ne? Boah, das riecht richtig gut. Das riecht wirklich, hat richtig schön diesen indischen Vibe. Also ein Paprika war so lang, wie fast in den Rachen reingestochen. Da braucht man richtig Biss. Ich habe nicht so viel Chicken Tandoori gekriegt. Schön so ein bisschen pikant, aber nicht so fleischig da. Also das Fleisch ist halt ja sehr, sehr weich. Aber so weich, dass du also es geht super unter. Also du hast halt von der Soße, von dem Salat extrem viel. Also Chicken Tandoori geht ein bisschen unter leider. Du hast eher dieses Gewürz, also du schmeckst die Gewürze von dieser indischen Küche, die super geil sind. Aber du schmeckst ja leider nicht so viel am Fleisch. Und das ist irgendwie schade, weil das, die Kombination der indischen Küche ist ja dieses geile, wenn du Butter Chicken zum Beispiel bestelle, dann hast du diese geile Soße und dann das Fleisch dazu. Das ist ja so, oh, hier geht das Fleisch echt geisteskrank unter, weil es viel zu weich ist. Potenzial da, aber nicht ausgeschöpft. Doch, damit werde ich euch jetzt auch catchen. Guckt euch das an. Ui! Ein Meter langer Churro. Und warte, wo ist die Schokosoße? Wir hatten ja gerade Churros bei Burger King, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Oh, oh, der riecht richtig. Oh, der riecht so zuckrig. Hilfe! Den tuck ich, weil ich das auch sehen muss. Den tuck ich jetzt mal hier rein. Ganz ehrlich, Schokosauce bei Subway schmeckt richtig quatschig. Eigentlich wirklich quatschig, schmeckt total wässrig irgendwie. Also, da habe ich selten in meinem Leben so eine schlechte Schokosauce gegessen, leider. Immer ohne Schokosauce. Weil ich glaube, die versaut den Churro so ein bisschen. Ja, dann gut vergleich, wir haben ja gerade Burger gegessen und jetzt hier. Und ich finde, das bockt schon. Wir haben so viel Zimt drauf, weil ich liebe einfach Zimt, da kriegt man mich schon, aber geht. Also ohne Scheiß, der Burger King Churro fand ich besser. Der war irgendwie viel fluffiger, viel knuspriger, irgendwie so ein bisschen mehr stimmig. Der hat so ein bisschen so, ja, ist nett. Ist so wie das Vollkorn-Sub bei Subway. So, es ist da, es ist gesund, es ist nett. Okay, das ist nicht gesund, aber es ist da, aber es ist so. Ja, und irgendwie der Churro ist auch so.
Es gibt einfach bessere, so würde ich es beschreiben. Aber die Idee mit diesem Meter lang, das ist schon irgendwie geil. Also den könnte man sich wirklich richtig gut reinballern. Wir haben die neuesten Sachen bei den Fastfood-Filialen getestet. Einiges, was dabei war, war wirklich unglaublich cool. Ein paar Empfehlungen habe ich rausgehauen. Und ein paar Sachen könnt ihr echt testen. Ein paar Sachen müsst ihr nicht testen. Trotzdem fand ich vor allem die ganzen 1-Meter-Sachen schon richtig, richtig cool. Und ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Ein Abo auf dem Kanal. Nächsten Dienstag geht es wieder ein neues Video auf Fettzeit probiert. Hier geht es zum Video letzte Woche. Schaut es euch gerne an. Und bis nächste Woche. Tschüss.